Bei dir läuft es gerade nicht. Und das ist Fakt. Ich kann dir aber versprechen, dass wenn du dieses Video bis zum Ende schaust, all diese Dinge umsetzt, dass du dann wieder schaffst, zurück in die Aufwärtsspirale zu kommen. Dass du wieder motiviert bist, dass du wieder Gas gibst, dass du wieder vorankommst. Schritt für Schritt. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Umsetzung. Du schaust dieses Video wahrscheinlich gerade, liegst im Bett, liegst auf der Couch, sitzt auf der Toilette und bist unmotiviert, kommst nicht richtig voran. Die letzten Wochen waren geprägt von Ablenkung, Social Media, Fast Food. Du hast deine Ziele aus den Augen verloren und hast deshalb gechillt. Sowas ist natürlich sehr schlecht für dein Selbstbild. Du fühlst dich faul, dein Selbstbewusstsein sinkt und auch deine Ausstrahlung leidet unter so einem Lifestyle. Es lief wahrscheinlich mal so gut bei dir, aber jetzt bist du völlig antriebslos und Social Media und Fast Food zerstören jegliche Motivation. Du musst wieder zurück in die Aufwärtsspirale, aber du kannst dich einfach nicht aufraffen. Du denkst dir, es ist eine so große Herausforderung für dich, wieder richtig durchzuziehen. Was kannst du also machen? Punkt 1. Ich selbst sage es immer wieder, alles basiert auf der Ernährung. Und wenn du in der letzten Zeit faul warst, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass du dich auch schlecht ernährt hast. Bedeutet, dein Energielevel, dein Drive, dein Antrieb, deine Motivation beruht zu einem sehr großen Teil auf deiner Ernährung. Wenn du also Fastfood, Junkfood, ungesunde Lebensmittel, zuckerhaltige Lebensmittel, stark verarbeitete Lebensmittel, ungesunde Fette zu dir nimmst, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch dementsprechend deine Motivation ziemlich gering ist. Was kannst du also machen? Du brauchst einen harten Cut, wo du alle ungesunden Dinge aus deinem Haus entfernst oder aus deiner Wohnung. Bedeutet, das, was du nach dem Video machst, ist, dass du aufstehst und dass du einfach mal in die Schublade gehst. Wenn da Süßigkeiten sind, schmeiß sie weg. Wenn da Alkohol ist, schmeiß ihn weg. Wenn da Zigaretten sind, schmeiß sie weg. Alles, was du zu Hause hast, wirst du früher oder später auch benutzen. Wenn du also nur gesunde Lebensmittel zu Hause hast, wenn du also nur gesunde Sachen eingekauft hast, kannst du auch nur dich gesund ernähren. Und das ist auch eine Sache, die ich jedem meiner Coaching-Teilnehmer mitgebe, wenn es bei denen mal nicht läuft. Dann sage ich, zack, das Erste, was du jetzt machst, ist, dass du nach dem Call einkaufen gehst und wieder dafür sorgst, die richtigen Lebensmittel zu Hause zu haben. Alles, was du zu Hause hast, wirst du auch essen. Und wenn du nur gesunde Sachen zu Hause hast, kannst du auch nur gesunde Sachen essen. Kommen wir zum zweiten Punkt im Training. Du brauchst einfach wieder mal ein bisschen Motivation. Du musst deinen Körper, du musst den Motor mal wieder ankurbeln. Und das bedeutet nicht, dass du jetzt aus dem Nichts anfängst, die Motivation dafür zu entwickeln, 6-mal die Woche extrem hart zu trainieren, wie so ein Bodybuilder. Nein, du musst einfach mal wieder deinen Körper ein bisschen durchbluten. Das kannst du durch verschiedene Sachen machen. Du kannst anfangen, einfach mal ein paar Schritte zu sammeln, einfach mal in die frische Luft, in die Natur zu gehen. Das kannst du machen, indem du sagst, okay, ich packe jetzt einfach meine Sachen und gehe jetzt einfach mal eine Runde joggen. Nicht darauf fokussiert, jetzt der nächste Superläufer zu werden, sondern damit du einfach mal wieder ins Machen kommst. Kleine Schritte nach vorne, die dich Erfolgsmomente verspüren lassen. Damit du es einfach hast und dich nicht überwinden musst, das Training durchzuziehen, manipuliere dich selbst im positiven Sinne. Wenn du beispielsweise am nächsten Morgen laufen gehen willst, dann legst du deine Sportsachen, die Sportschuhe, die Socken, die Hose, das T-Shirt, den Pulli, was auch immer, einfach direkt vor dein Bett und das Erste, was du machst, wenn du aufstehst, ist, dass du dir die Sachen anziehst. So, rate mal, was passiert, wenn du plötzlich mit Laufsachen morgens aufwachst. Du gehst laufen, ganz simpel. Oder dass du dir deine Sporttasche mit den gepackten Gymsachen einfach ins Auto packst. Dann wirst du nach der Arbeit sehr wahrscheinlich ins Gym gehen. Mach es dir so einfach wie möglich. Und freu dich vor allem auf das Gefühl nach dem Training. Versetz dich schon mal in diese Lage hinein, wie stolz du auf dich sein wirst, wie froh du sein wirst, dass du es durchgezogen hast und wie sehr du auch Bock hast, nach dem Training was Gesundes zu essen. Kommen wir zum Thema Schlaf. Du brauchst einfach eine klare Einschlafzeit. Du brauchst eine feste Routine wieder am Schlaf. Nicht, dass du wie immer den ganzen Tag abends im Handy bist, dadurch später schlafen gehst, schlechter schläfst, sondern du brauchst mal eine klare Routine, dass du dir sagst, stellst jetzt den Wecker, das ist die nächste Aufgabe des Videos. Stell dir jetzt den Wecker, beispielsweise 23 Uhr abends schlafen gehen und dann gehst du schlafen. Oder stell dir den Wecker auf 22.30 Uhr, dann hast du eine halbe Stunde vor, wo du das Handy weglegst, wo du nicht mehr irgendwas machst, sondern wo du vielleicht nur noch was liest. Dann kriegst du auch einen klaren Kopf, diesen scharfen Fokus. Und dann kannst du wieder durchziehen. Und dann stehst du morgens um 6 Uhr auf und kannst den Tag dominieren. Wer den Morgen gewinnt, der gewinnt den Tag. Wer den Tag gewinnt, der gewinnt die Woche. Wer die Woche gewinnt, gewinnt den Monat. Wer den Monat gewinnt, gewinnt das Jahr. Wer das Jahr gewinnt, der gewinnt sein Leben. Verstehst du? Und darauf musst du achten. Kommen wir zum Thema Social Media. Social Media verblödet dich. Wir wissen es beide. Und sind wir mal ehrlich, wenn du es nicht für dein Business brauchst, nicht irgendwie wie ich beispielsweise Content hochlädst, dann brauchst du Social Media nicht. Kontakt kannst du mit deinen Freunden noch über WhatsApp oder Telegram oder auch in Person halten. Deswegen lösch Social Media. YouTube-Content wie der hier beispielsweise, der dich voranbringt, solltest du weiterhin schauen, voranzukommen. Aber Apps wie Instagram oder TikTok sind einfach nur kontraproduktiv für dich. Natürlich wirst du in den ersten paar Tagen, nachdem du Social Media gelöscht hast, ein paar Probleme haben, wieder was anderes zu haben. Aber auf einmal fängst du an zu lesen. Auf einmal fängst du an, dich an den Schreibtisch zu setzen. Auf einmal fängst du an, zum Sport zu gehen, weil du einen Ersatz brauchst, der dir dein Dopamin gibt. Nur dass dieses Dopamin dann kein künstliches Dopamin ist, sondern ein echtes Dopamin, dass du wirkliche Erfolge im Leben erzielst. Zusammenfassend, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass du einfach geduldig bist. Vertrau dem Prozess. Du wirst nicht innerhalb von einem Tag wieder voll motiviert sein. Es wird nicht wieder alles laufen. Du wirst nicht plötzlich in Topform sein. Du wirst nicht perfekt jedes einzelne Ziel erreicht haben an einem Tag.
Deshalb geh kleine Schritte, kleine Steps, hangel dich an jedem Erfolg entlang und komm wieder in die Aufwärtsspirale. Das ist ein Prozess, der dauert ein bisschen. Bis du eine Routine aufgebaut hast, dauert es durchschnittlich 21 Tage, also quasi 3 Wochen. Bedeutet, stell dir jetzt einfach mal motivationstechnisch vor, jetzt mal 3 Wochen durchzuziehen, Schritt für Schritt nach vorne zu gehen, die grünen Haken auf der To-Do-Liste zu setzen und du wirst erstaunt sein, wie schnell du vorankommst. Ich bin mir sicher, du kannst das jetzt schaffen. Du hast jetzt mit diesem Video die genaue Anleitung, was du machen musst, um voranzukommen. Kommen wir zum letzten Thema, was dir nochmal den Extra-Kick geben kann. Accountability und Commitment. Wenn du jemanden hast, mit dem du sprichst, vor dem du dich committest, dem du sagst, hey, ich werde das Ziel in der Zeit mit der Strategie erreichen, hast du da noch Tipps mit? Dann wirst du sehr wahrscheinlich eher umsetzen. Stell dir das mal vor wie bei einem Lehrer. Du hattest bestimmt diesen einen Lehrer damals in der Schule, der sowohl nett als auch streng war, bei dem du immer deine Hausaufgaben gemacht hast. Der war cool, mit dem hast du dich verstanden, aber du wusstest, du musst abliefern, du musst deine Hausaufgaben machen. Und genauso ist es auch, wenn du dich von jemandem committest oder wenn du einen richtigen Accountability-Partner hast. Weil dann weißt du, okay, fuck, ich muss dem jetzt schicken, wie ich mich ernährt habe, wie ich gegessen habe, etc. Wenn du mehr dazu wissen willst, trag dich auf meine Website für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. www.fabian-prietz.de. Dort erkläre ich dir dann, ob und wie ich dir in deiner Situation weiterhelfen kann und wie du es schaffst, wieder in die Aufwärtsspirale zu kommen und endlich deinen Traumkörper erreichen zu können. Ich danke dir für deinen Support, Champ. Schreib gerne unter das Video, ob es dir geholfen hat und was jetzt deine konkreten Schritte sind, die du jetzt umsetzt. Ich bin mir sicher, wenn du dieses Video umsetzt, wirst du wieder in die Aufwärtsspirale kommen. Deswegen rein in die Umsetzung, du schaffst das.